Willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zur Marktbesprechung am Donnerstag mit Blick in Britisch-Fund, US-Dollar, Britisch-Fund, Japanisches Yen und US-Dollar, Norwegische Kronen und natürlich an dieser Stelle immer wieder Zeit für die ein oder andere Frage. Das heißt, wer was wissen will oder einen Wunschmarkt analysiert haben möchte, bitte rein in die Chats hier bei uns in der Sendung über unsere Chatkanäle auf GoToWebinar und Facebook. Wir schauen, bevor wir in die Charts und die Tagesnachrichten blicken, natürlich zuerst auf den obligatorischen Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und damit starten wir hier mit dem Blick in die Tagesnachrichten. Wir haben heute um 8 Uhr den GFK Konsumklimaindex für Deutschland bekommen und wir sehen hier eine richtig schlechte Zahl, minus 23,4. Ja, das Konsumklima ist schlecht. Wen wundert es aufgrund der aktuellen Situation? Spannend wird es jetzt natürlich, wie das Konsumklima sich ändert. Wenn wir langsam wieder so den Betrieb in den Städten offen haben, wenn vielleicht irgendwann langsam Restaurants wieder öffnen können, dann wird sich zeigen, wie schnell sich das Ganze erholt, ob sich das Ganze erholt. Und dann werden wir sehen dass die Daten entsprechend auch Auswirkungen auf die Märkte haben, das heißt auf die Indizes und natürlich auch. Währungen. Was gibt es weiter im heutigen Tagesverlauf? Es gibt heute einige Einkaufsmanager-Indizes. Wir starten hier um 9.30 Uhr in Deutschland. Da gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe äh, und die Dienstleistungen. Danach um 10 Uhr gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe ähm, in der Eurozone. Hier diese Daten kommen um 10 Uhr und dann geht es weiter um 10.30 Uhr in Großbritannien. Da gibt es den Einkaufsmanager-Index als Gesamt für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen, gefolgt um 12 Uhr von der CBI, von der industriellen Trendumfrage, hier mit Blick auf die Auftragseingänge. Dann am Nachmittag geht der Reigen der Einkaufsmanager-Indizes. In die USA entsprechend weiter. Da sehen wir es um 15.45 Uhr. Da gibt es den Einkaufsmanager-Index im Gesamten und für die Dienstleistung 16 Uhr die Verkäufe neuer Häuser. Das Ganze. Alles heute im Laufe des Nachmittags. Ein paar wichtige Nachrichten an dieser Stelle. Bitte nicht vergessen, auch für die einzelnen Trades, die Sie hier machen, heißt also in anderen Währungen, bitte immer auch die anderen äh, entsprechenden Nachrichten checken. Es gibt ja beispielsweise ja, Notenbanken-Nachrichten, es gibt äh, entsprechende, ähm, ähm, sage ich mal, äh, Makroindikatoren, die man sieht, Wirtschaftsnachrichten, die kommen. Dann gibt es ja Länder oder Währungen, die sind von Rohstoffen abhängig wenn es da daten oder informationen zu dem einen oder anderen rohstoff gibt zum beispiel die währungen die vom öl abhängig sind die länder an sich. Das hat dann immer auch Auswirkungen auf die entsprechenden Währungen und das bewegt sich dann natürlich alles mit. Deswegen ist es wichtig, die anderen Nachrichten fürs eigene Portfolio immer so ein bisschen mitzuverfolgen, um dort up to date zu bleiben. Zum Thema Up to Date zu bleiben hier an dieser Stelle gerne, bevor wir in die Charts nochmal reinschauen, der kleine Hinweis auf unsere edukativen Parts, die wir diese Woche haben. Es gibt ja die World of Trading on Tour. Da wären wir in Stuttgart auf der Messe gewesen. Das hatte ich ja die letzten Tage schon mal avisiert, wer sich hier. Für ähm, ja, interessiert, der kann dieses Jahr das Ganze zu Hause genießen. Das heißt, es gibt das Ganze at home in der At-Home-Edition sozusagen. Und da haben wir hier an dieser Stelle zwei Wege, was Sie anschauen können. Zum einen natürlich unsere Vorträge am Samstag. Das hatte ich ja hier an dieser Stelle auch schon mal avisiert. Hier sehen wir hier einfach mal noch das Bild. Also wer daran teilnehmen möchte, wir haben hier sozusagen zwei Vorträge, wo ich im Forex-Bereich einfach mal drauf eingehe, wie man traden kann, warum das Forex-Trading eine gute ähm, Alternative für Händler ist, die mit dem Trading starten, für die anderen, die eine gute Portfolio-Beimischung mitmachen können. Wir schauen auf das Thema Risikokontrolle, auf das Thema Strategie erarbeiten, weil ohne Strategie funktioniert das Ganze nicht. Also picke, packe voll das Ganze in zwei live Webinaren bzw. in zwei Webinaren hier am Samstag, dem 25. April, einmal um 13 Uhr äh, und einmal um 14 Uhr. Hier steht gerade, sehe ich auf dem Bild, eine falsche Zahl. Das ist natürlich hier nicht 1 Uhr bis 1.30 Uhr 30. Das wäre schon ein wenig früh. So früh bin ich dann doch nicht am Ether, sondern es ist 13 Uhr und einmal um 14 Uhr wer sich anmelden möchte das ganze wie immer kostenfrei ich gebe den link noch mal kurz rüber wir haben hier einen bitly link kreiert das ganze stelle ich mal eben in die chats mit rein hier auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Wer mag, bitte einfach anmelden und dabei sein und zu diesen beiden Vorträgen. Ich habe das nämlich äh, letztes Jahr auf der Invest gemerkt. Äh, es kommen doch immer wieder Fragen im Nachgang. Und da habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, wenn wir das schon Ganze über den Ether geben hier nach Hause, da mache ich noch ein zweites, ein drittes Webinar hinten dran als Zugabe sozusagen. Das heißt, hier ein Special mit Fragen und Antworten. Das heißt, es wird hier. Um, jetzt muss ich es noch mal ganz kurz noch rüberholen, am 30. April, also nächste Woche, um 18 Uhr ein Webinar dazugeben, mit der Zeit für Sie. Da bin ich nur für Sie da, um Ihre Fragen zu zu beantworten zu meinen beiden webinaren beziehungsweise allgemein ums trading nutzen sie das ruhig gehen sie auf die website äh, von tickme hier entsprechend und da klicken sie wenn sie auf den webinaren sind hier ich kann mal das ganze kurz posten beziehungsweise wenn sie mögen einfach auf die website gehen und ähm, hier sehen wir es ja die performance strategien für den devisenhandel und da gebe ich den link auch einfach mal kurz rüber das ganze wird dann hier entsprechend mit durchgegeben das heißt, wir können oder Sie können hier an dieser Stelle sich auch für dieses Webinar komplett anmelden. Ist auch kostenfrei und geht direkt an Sie. Das heißt, da ist der Spielberg bei Ihnen und ich kümmere mich sehr, sehr gern um ausführliche Fragen, Beantwortung. So, und jetzt kümmern wir uns wieder um das, was wir hier an dieser Stelle ja, besprechen wollen. Und zwar unsere Handelsideen. Ich hatte es avisiert im Blog Britisch Pfund US-Dollar. Pfund und US-Dollar norwegische Krone sind jetzt da. Eine, eine Frage habe ich hier an dieser Stelle auch schon noch bekommen. euro austral soll mit besprochen werden. Da gehe ich natürlich auch drauf ein. Und damit starten wir hier mit Blick in das Währungspaar US-Dollar norwegische Krone. Was sehen wir hier an dieser Stelle? Wir sehen einen Markt, wenn wir hier mal in den Tageschart reinschauen. Ja, der dieses Jahr sehr dynamisch gelaufen ist. Wir sehen sehr weit nach oben gelaufen hier. Wir hatten das Zwischenhoch. Ich klemme mal ganz kurz einen Marker dran hier oben um die Marke von 112. Was haben wir denn hier oben gehabt im Hoch? Wo war das Bike hoch? Muss ich mal kurz schauen. Das Spike-Hoch haben wir gehabt bei 1,1212. Da oben <laughs> klemmte das Jahreshoch. Danach ist der Markt in eine sehr, sehr massive Korrektur runtergelaufen. Ganz klar, so ein massiver Schub nach oben. Der wird auch irgendwann korrigiert. Hier haben wir gesehen, den Boden hat die Währung gefunden um die 1, äh, um die 10,12 10, äh, norwegische Kronen. Und jetzt ist was Schönes passiert. Wir sind hier über ein Widerstandslevel drüber gelaufen, dass diesen Abwärtstrend, diesen korrektiven Abwärtstrend, Gebrochen hat und das gibt uns jetzt natürlich die Chance, uns hier komplett neu auszurichten. Das heißt, wir kriegen jetzt vom Markt erst einmal gezeigt, aus rein technischer Sicht ist die Korrektur beendet und wir können uns jetzt auf einen neuen Aufwärtstrend stützen, der in Richtung dieser übergeordneten Aufwärtsdynamik sich entwickelt. Und das schauen wir uns jetzt mal in den kleineren Details an. Ich klicke mal kurz runter in den 4-Stunden-Chart. Und da sehen wir es nämlich hier. Da sehen wir den starken Schub nach unten hier. Das Ganze ist auch getrennt. Und das wichtige Level, was wir hier haben, ist mal hier markiert. Die Marke von über den Daumen. Eins, äh, Quatsch, was habe ich denn immer noch mit der Eins? <laughs> über den Daumen äh, sind das hier die 10,64. Das ist diese Marke hier. Und da sind wir jetzt tatsächlich drüber gelaufen und. Es hat sich untergeordnet hier. Sehen wir das? Das ist der Aufwärtstrend. Das ist auch der Trend, den wir mittlerweile auf Tagesbasis sehen. Ich bringe das mal kurz näher ran. Seht ihr das hier? Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und das Ganze, wenn wir uns das jetzt mal näher betrachten, halt in, der, in den vier Stunden, in den kleineren Zeiteinheiten. Hier gehe ich jetzt nur einfach auf die kleinere Zeiteinheit ein, weil wir, wenn wir eine Korrektur bekommen, bestimmte Level hier ein bisschen besser sehen können. Eigentlich würde es reichen, dass wir auch einfach nur den Tageschart besprechen, aber wenn wir uns die Korrektur bzw. die Ziele oben ran mal anschauen, da macht es halt Sinn, mal in die kleineren Zeiteinheiten reinzuschauen. Und das ist das, was wir hier sehen. Das heißt, wir sehen wirklich. Hier nicht einfach nur ein Überschnapper über diesen Widerstand hier oben, sondern, und das ist interessant, der Markt ist reingelaufen, hat sich hier oben gehalten und dann drüber gelaufen. Das ist oft der Fall, wenn wir nachhaltige Anstiege sehen werden, weil man hat nicht einfach nur rangelaufen, wieder abverkauft, sondern der Markt hatte doch einige, einige, einige Stunden lang Zeit, sich hier zu überlegen, wo er denn hin will. Und dann kam der Schub oben raus. Was wir jetzt sehen, ist eine ganz normale Gegenbewegung innerhalb so einer Bewegung, die wir hier sehen. Also das heißt, der Trend, den wir hier sehen, auch mit Blick in die vier Stunden, der wird halt einfach mal korrigiert. Jetzt ist es natürlich wichtig, wo laufen wir hin? Wo sind Unterstützungsmarken? Die erste Unterstützungsmarke, da befinden wir uns gerade drinnen. Ich habe das im Blog-Eintrag, habe ich das mal als Widerstand bemessen, weil ich sozusagen das Ganze dort als Widerstand bezeichnet habe. Dadurch, dass wir jetzt allerdings drüber gelaufen sind, ist aus diesem Widerstand, also aus diesem alten Verkauflevel, natürlich ein Kauflevel geworden. Deswegen färbe ich es hier einfach mal, damit der Kontext gleich bleibt, im Grün ein und wir schauen weiter. Heißt also, wir haben jetzt hier um diese Marke von 1064 den Kaufbereich, das ist die erste Unterstützung. Fällt das weg, haben wir hier noch einen Drehbereich um die 1058. Das ist hier. Grob das Level, als dieser grün markierte Aufwärtstrend entstanden ist. Und das wäre mal der nächste Punkt, der nächste Anlaufpunkt, sollte man hier in dieser Unterstützung nicht gleich wieder direkt nach oben drehen. Und dann, ja, dann kann man sich auf der Unterseite orientieren. Die korrektive Phase kann doch durchaus deutlicher nach unten verkauft werden. Das heißt, wenn wir uns mal den Trendverlauf anschicken, wir können ohne weiteres, ohne diesen Aufwärtstrend kaputt zu machen, hier auf 10,27 runterlaufen oder in Richtung, hier, dann ist dieser Aufwärtstrend immer noch intakt und dann nach oben rum zu drehen. Das wäre dann natürlich nicht unbedingt ein Zeichen von schöner Stärke. Ja? Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, okay, vielleicht maximal bis zur Hälfte im Optimalbereich würde das jetzt schon drehen, beziehungsweise am Ausbruchslevel. Aber man muss ja sehen, wo der Markt hinläuft. Ansonsten, wenn er nach oben dreht, dann wird es natürlich wichtig, hier oben drüber zu laufen, über dieses Hoch, was wir hier haben, also das Zwischenhoch, um die Marke von knapp 1080 drüber. Dann haben wir hier den nächsten Widerstandsbereich schon in diesem Verkaufslevel hier um die 1088. Und wenn wir das rausgenommen haben, ja, dann kann der Markt wirklich schön durchatmen und dann haben wir laufende Level auf der Oberseite. Das nächste, was wir dann haben hier, wäre die. Die 11.22 hier oben, 11.22, 11.23 aus diesem Schwungbereich hier unten raus und dann können wir uns durchaus weiter nach oben orientieren. Das heißt hier gerne hier dieses Anlauflevel beziehungsweise dann Richtung Jahreshoch um die Marke von 12,12 12 norwegische Kronen. Die Marke hier schön zu sehen im Trendverlauf der vier Stunden. Damit wir, schalten wir um. In den nächsten äh, Trade bzw. die nächste Handelsidee. Und zwar nehme ich hier mal das Währungspaar britischer Pfund japanischer Yen. Das Ganze hier mit Blick in den Tageschart rein. Das ist natürlich der falsche Chart. Kurzen Augenblick. Wir brauchen das Pfund Yen und nicht das andere. Hier haben wir es. Dort. Haben wir es laufen? Wir gucken zuerst mal wieder in den Tageschart rein. Im Tageschart sehen wir hier na, eine schöne Verordnung. Wenn wir uns das ganz, ganz große Bild mal anschauen, kommen wir von oben nach unten mit fallenden Hochs. Hier fallen, also hoch, gefallen, gefallen. Momentan geht es nach unten. Hier die feinen Tiefs, das heißt im großen Bild ist das Ganze von oben nach unten gerichtet. Wir sehen es auch, dieser massive Abverkauf hier unten bis auf die Marke von ungefähr 124 japanischen Yen hat das Jahrestief markiert. Danach kam es zu einer sehr dynamischen Aufwärtsbewegung. Das Ganze auch trendig kann man sehen. Am besten sieht man es in den kleineren Zeiteinheiten, aber auch auf Tagesbasis kann man den Trendverlauf natürlich sehr, sehr schön sehen. Und was wir jetzt gesehen haben, und das ist ein erstes Achtungszeichen, dass wir möglicherweise hier eine Umkehrsituation sehen können. Und zwar sind wir hier unter dieses Korrekturlevel drunter gelaufen. Ne? Schaut, hier sehen wir das schön im Tageschart die Marke um die, äh, um die 132,4. Das war das Kauflevel hier in der Korrektur, wo der Markt nach oben reingelaufen ist. Da sind wir vor zwei Handelstagen drunter gelaufen. Ganz klar, gestern gab es das Halten um diesen Bereich drumherum. Jetzt wird es wichtig, wie es weitergeht. Und da werden Marker wichtig. Nummer eins das Tief, was wir hier haben um die 131,9. Wenn wir da drunter laufen, dann läuft natürlich der Abwärtstrend, der Kleingebildete weiter. Der hat dann das Potenzial für die tieferen Bereiche Richtung Jahrestief. Knacken wir allerdings hier zwischen Marken, dann müssen wir einfach konstatieren, okay, noch ist hier die Abwärtsrichtung nicht bestätigt? Aber bis zu einer definitiven Entscheidung muss erst einmal dieser Abwärtstrend gebrochen werden. Und das schauen wir uns jetzt mal auch hier in den kleineren Zeiteinheiten an. Hier blicke ich einfach mal auf das Bild, was wir gerade auf Tagesbasis gesehen haben in der 4-Stunden. Da sehen wir schön den Aufwärtstrend hier laufen. Das ist der korrektive Aufwärtstrend. Hier hat sich zwischenzeitlich ein Abwärtstrend nach unten gebildet. Und der, wie schon gesagt, ist in seinem Bewegungsarm. Nach unten, unten drunter gelaufen, unter dieses Level. Und jetzt kommt es drauf an, was hier passiert. Ich hatte gerade im Tageschart gesagt, die Marke hier dieses Ausbruchslevel bei 133,650, das ist das Bildungslevel für den Trend, den wir hier sozusagen nach unten am Laufen haben. Ne? Also, das ist der Schub hier nach unten. Ähm, man kann auch sagen, okay, den ersten Zacken hatten wir hier hin, dann gab es die Korrektur und das Ganze hier runter. Je nachdem, wie kleinteilig man das Ganze traden möchte von dieser Seite her. Aber. Wichtig ist, hier unten um die 133,650 haben wir das Verkaufslevel. Das wäre mal der erste Widerstand. Und das nächste, wenn dieser Widerstand rausgenommen ist, da könnten die Kurssteigerungen ohne weiteres mal hier bis in die 134,96 reinlaufen, ohne dieses Abwärtsbild kaputt zu machen. Drehen wir vorher rum. Laufen nach unten, setzen den Trend fort. Das wäre genau das Zeichen, was wir vom Markt brauchen, um die, um die Shortseite zu befeuern. Heißt also, wenn wir hier drunter laufen, können wir uns nach unten hin immer wieder hier. An den Korrekturtiefs orientieren und das ist hier die Marke um die 129,8 bzw. die 127,4. Und dann das nächste, sollte es zur Fortsetzung der ganz, ganz großen Abwärtsdynamik kommen, wäre dann natürlich das Anlauflevel bei 124 japanischen Yen zu suchen. Soweit ist es noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was hier passiert. Die kurzfristigen Trader legen sich auf die Lauer. Drehen wir jetzt schon rum oder kommt hier oben am Verkaufsbereich der Abprall? Prallen wir nicht ablaufen, laufen wir drüber, haben wir durchaus Chancen, hier in die 134,96 reinzulaufen. Das wird sehr, sehr interessant und das kann man sich gerne auch im Kleinteiligen anschauen. Und wenn man sich das Ganze im Kleinteiligen anschaut, ähm, dann macht das Ganze halt auch Sinn, dass man hier diesen Bereich, ich skizziere das nochmal kurz, kurz, dass man hier den ersten Schub nach unten mit wegnimmt. Hier das Ganze und dann entsprechend hier hier auch das ganze mit anlegt. Das heißt, das ist mal das feine Bild dann, also das heißt, das ist nicht das grobe, was ich hier einfach nach unten skizziert hatte, sondern wenn man die kleinsten Zeiteinheiten reingeht, da muss man natürlich auch ins Detail gehen, da braucht man die wichtigen Level und das wäre mal dieser Marker hier in diesem Bereich, das ist das ist der Abwärtstrend, der hier an dieser Stelle in dem 4 Stunden Trend nach unten läuft und wer sich das Ganze jetzt mal kleinteilig anschaut, beispielsweise im 15 Minuten Chart oder gerne auch im 5 Minuten Chart, der sieht halt diesen Abwärtsverlauf mit seinen Trends in der Bewegung. Und der Korrektur. Und wir sehen halt, wir trennten hier jetzt gerade nach oben. Das ist der Aufwärtstrend, die Gegenbewegung zu diesem Abwärtsschub. Und hier sehen wir halt in der kleineren Zeiteinheit halt nochmal näher rangezoomt. Hier das Ausbruchslevel und dann entsprechend die Korrektur hoch. So, wer sich das im Kleinen halt anschaut, der kann die Planung ein deutlich Stückchen feiner auch machen. Und damit schalte ich um zum britischen Pfund US-Dollar. Hier im Blick auch erst einmal schnell noch das große Chartbild hier auf Tagesbasis. Wir hatten den Wert ja gestern schon auf der Uhr und da habe ich gesagt, wenn sich hier was ergibt, wandert das Ganze heute mit in meine ja, Morning-Besprechung rein und das ist gestern tatsächlich auch passiert. Hier funktioniert gerade was sehr sehr interessantes und wenn wir uns das ganze mal anschauen, dann sehen wir auch im großen übergeordneten Bild, auch wenn wir mal auf die Woche schauen. Der Markt ist schon mehr oder weniger nach unten gerichtet, aber wir sehen jetzt hier doch eine sehr, sehr dynamische Gegenbewegung, die durchaus noch weiteres Potenzial nach oben hat. Wenn wir uns hier mal in die Woche hineinversetzen, dann sehen wir halt hier oben um die Marke von 1,2765. Das alte Verkaufslevel, das große, als wir hier im großen Stil rumgedreht sind und der Markt dann richtig nach unten abgerauscht sind. Dazu sehen wir jetzt die Gegenbewegung und wie schon gesagt, der Anlaufpunkt nach oben hin ist hier am Ausbruchslevel durchaus problemlos möglich. Und deswegen blicken wir hier jetzt auch mal auf den blau markierten Aufwärtstrend. Ich habe es mal blau markiert. Das ist quasi der Gegentrend zu diesem starken Abwärtsschub. Und der ist jetzt tief in seine Korrektur reingelaufen, hat im Low die Marke von 122,45 angestoßen und läuft jetzt nach oben. Und da wird es interessant und das schauen wir uns jetzt mal im kleinen Bild an, weil wir haben hier schön unten drunter laufen, den Abwärtstrend mit ebenfalls einem Verkaufslevel und da wird es dann interessant. Wenn wir da nämlich drüber laufen, dann können wir relativ schnell die Bewegung weiter fortsetzen und antizipieren, hier Richtung Zwischenhoch bei 126,480 zu laufen. Im Mittelfrist kannst du natürlich, wenn sich dieser Trend fortsetzen sollte, hier dann zügig zum Test des größeren Ausbruchslevels um die 127,65 mitsetzen. Und da schauen wir jetzt mal hier in die kleineren Zeiteinheiten rein. Naja, ich nehme hier mal den Stundentrend. Da sehen wir es ein bisschen intensiver hier an dieser Stelle. Und da sehen wir es hier. Schaut es euch an. Hier, das ist die Gegenbewegung. Da ist der Markt schön nach unten getrennt. Das kann ich jetzt hier an dieser Stelle mal reinsetzen. Hier, den kleineren Zeitraum. Sehen wir, da haben wir hier die Bewegung, die Korrektur, die Bewegung. Dann haben wir hier ein bisschen verhaltenes, sage ich mal, Bild an diesem Ausbruchsbereich. Das ist ganz normal. Dann sind wir runtergerutscht. Und was wir jetzt halt sehen, ist, wir haben hier mittlerweile einen Aufwärtstrend am Laufen. Und dieser Aufwärtstrend. Der ist sozusagen jetzt mit Blick auf diesen Abwärtsschub natürlich erst einmal eine Gegenbewegung, aber wir haben halt hier wieder einen Trend der in Richtung der übergeordneten Trendsituation läuft und da wird sehr sehr interessant, was hier oben passiert. Setzt er sich fort und läuft er hier oben drüber, dann haben wir gute Karten hier, diesen Trend deutlich wieder in Fahrt aufzunehmen und hier an die Trendhochs, also die Korrekturhochs reinzulaufen. Das heißt Kurse über 1, 24, 14, die sprechen dafür, dass wir die Chance haben, an die Marker hier ranzulaufen und in Richtung Trendfortsetzung zu gehen. Weil solange wie dieser Trend hier intakt ist, haben wir natürlich den Trend auf der Long-Seite im Hintergrund und wer da auch nach oben tradet, hat den Trend im Rücken. Anlaufpunkte hier 125, äh, 15, hier 125, und dann schon das Trendtuch bei 126, 48. Die Marke auf der Oberseite im britischen Pfund US-Dollar. Sollten wir allerdings hier oben abprallen, dann sehen wir einfach nur die Korrektur. Im Fortlauf, das heißt, da muss der Blick ganz klar wieder auf die 1,22,45 gesenkt werden. Fallen wir drunter durch, kommt das Trendtief bei 121,65 auf die Agenda. Und, und das ist jetzt wichtig, wir haben kurz unter diesem Zwischentief noch einen wichtigen Support. Und zwar hier unten die Marke um die 1,21,3. Das war der Drehbereich hier oben, als wir diesen Widerstand rausgenommen haben. Das dürfte doch auch Marktbeachtung finden. Und wenn wir da tatsächlich drunter rutschen, dann haben wir ein sehr, sehr starkes Verkaufssignal. Und dann haben wir die Chance, deutlich tiefer zu laufen. Und dann können wir uns weiter nach unten orientieren. Das nächste Drehlevel hätten wir dann um die 119,3 bis 119,5. Soweit ist es noch nicht. Das muss erst kommen. Aber da sehen wir auch, die Unterseite hat einiges an Potenzial zu bieten. So, das haben wir da. Und dann gucke ich nochmal auf die Wunschmärkte hier drauf. Ich sehe gerade, wir haben bekommen Euro-Austral-Dollar, soll ich mir drauf schauen. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Blicken wir mal hier auf das Währungspaar. Das machen wir wie immer. Erst einmal im großen Bild und dann schauen wir uns das kleinere Bild etwas an. Äh, wobei man sagen muss, hier im Euro-Austral-Dollar. Ja, da tut sich momentan einfach nichts. Da warten wir. Wir sehen ja hier den Chart, den habe ich vor ein paar Tagen schon mal besprochen. Den kann ich eins zu eins so wieder übernehmen, wie wir es hatten. Wir haben hier weiterhin die Range. Auf der Oberseite ist der Deckel drauf. Hier, wir haben das, das Top oben gesehen bei 1,73,5. Wir haben unten immer wieder, das ist, es ist echt, es ist irre. Das sind Punktlandungen hier unten. Wir haben hier immer wieder das Tief der Korrektur bei 1,70. Und der Schwungbereich hier in diesem alten Ausbruchslevel um die 171 zu. Also der Markt schwingt hier von oben nach unten in der Range zwischen 173,5 und 1,70. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Diejenigen, die gerne In-Range-Trading machen, das sind wir natürlich toll verortet, ne? Von unten nach oben zumindest ins Median. Das ist eine feine Geschichte. Aber und jetzt kommt's. Wenn wir tatsächlich den Bereich nach unten durchbrechen sollten, dann haben wir kurzfristiges Downside Potential. Das heißt, hier, da ein kleines Swinglow um die 167,67. Beziehungsweise hier der Ausbruchsbereich, als wir schön den Drehpunkt hier hatten. Ne? Hier hat sich der Doppelboden schön gebildet oder ein Mehrfachboden. Da sind wir dann oben drüber gegangen, haben den nochmal getestet und dann haben wir rumgedreht auf der Unterseite hier als Unterstützung weiterhin aktiv die Marke um die 166. Und das ist wirklich eine interessante Story zur Unterseite hin, dass hier eine. Range-Ausbruch-Strategie, die man durchaus mit sehen kann. Und wer sich das Ganze mal im Kleinen anschauen will, hier gerafft das Ganze natürlich müssen wir mal reinbringen. Da sehen wir es hier an dieser Stelle. Wir schwingen hier hin und her. Ich muss jetzt mal ganz kurz auf die 15 Minuten gehen, dass wir ein bisschen mehr Historie bekommen. Und hier sehen wir es. So sehen die Bodenbildung aus vor diesem Unterbereich. Hier, da will der Markt nicht richtig drüber. Und dann trendet er wieder hoch. Das wäre das, was man im kleinen Bild beachten sollte. Das heißt, wenn das hier genauso wieder passiert, haben wir Chancen, ins Median und zur Oberseite zu laufen. Und wenn man drunter bricht, Ganz klar, das sieht dann so ähnlich aus wie hier, wenn wir unten drunter durchbrechen und dann unten den Weg noch mal nach oben antesten und dann nach unten drehen. Das wäre dann die Bestätigung, dass der Weg nach unten angeschlagen wird. Aber ich denke, da müssen wir einfach nur ein klein wenig Geduld auch haben. So, dann haben wir noch eine Frage, und zwar ich lese die mal ganz kurz vor. Ich hätte heute mal eine Frage: kann das WTI auch ins Minus gehen? Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, ähm, weil es gibt halt Unterschiede zwischen äh, dem WTI, was wir hier bei Tickmill traden, das heißt den CFD, und die Futures, weil die, das WTI, was wir hier an dieser Stelle traden bei Tickmill, ähm, das ist nicht vom Verfall betroffen. Ja? Das heißt... Es gibt einen großen Unterschied zu einem Future. Der Future, den wir hier haben, der hat meistens das, also der Future hat das Kürzel CL, das ist der, der große Future im Öl im, für das WTI. Und da ist es so, dass diese Futures, die haben sozusagen Laufzeiten. Also diese Futures werden ja dazu benutzt. Das sind ja Termingeschäfte und wie der Name eines Termingeschäfts schon sagt, man versucht sich mit diesen äh, Kontrakten sozusagen gewisse Mengen ähm, eines, eines, ähm, eines Kontraktes bzw. einer Lieferung zu sichern. So, und jetzt hat man halt die Problematik, es gibt heutzutage halt nicht nur, ähm, äh, sag ich mal, den Wunsch, diese Lieferung zu haben, sondern es gibt auch Händler, die sich sagen, wir traden das Ganze, um an den Schwankungen äh, zu partizipieren. Oder aber, so wie wir es jetzt auch gesehen haben, dass es passiert, dass sozusagen aufgrund der stark, des stark gefallenen Verbrauches möglicherweise volle Lager gibt und man gar nicht weiß, wohin man mit dem Öl läuft, wenn es geliefert wird. Und das kommt dann dazu, dass man in dieser Situation halt auf Gedeih und Verderb verhindern möchte, dass man das Öl geliefert bekommt. Und da wirft man die Stücken halt einfach auf den Markt. Das ist so ähnlich wie im Supermarkt, wenn Produkte kurz vorm Verfallsende sind. Da werden in aller Regel ja die Preise gesenkt, dass man doch noch einen Verkäufer findet für die reduzierten Preise. Und deswegen haben wir hier diese brutalen Verwerfungen auch am Ölmarkt gehabt, dass der letzte WTI-Kontrakt, ähm, den wir gesehen hatten, dass der ausgelaufen ist und es dort sozusagen minuspreise gab ich persönlich also ich sage mal so ich will jetzt nicht ausschließen dass öl auf null fallen kann ja was ich aber nicht glaube ist dass wir den ölpreis im negativen bereich sehen weil es sind immer noch güter ja und man muss einfach mal sehen wenn ein Gut keiner haben will, dann ist der Preis halt einfach bei Null. Da ist er nichts wert. Ja? Und diese Anomalien, die wir am Terminmarkt gesehen haben, die sind halt zustande gekommen wegen der Lieferung. Da gab es also noch ein Zusatzargument dafür. Ich schließe das jetzt mal nicht aus, dass wir hier negative Kurse sehen können. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ne? Also das ist ja, äh, nee, sorry, aber ich glaube, das WTI wird einfach seine normale Preisung haben. Und das ist wie bei einer Aktie. Ähm, bei Null ist einfach Schlusspunkt. Aus die Maus und alles andere ja, wird die Zukunft bringen. Man weiß ja nie das dazu. Und damit würde ich sagen Danke für die Zeit heute Morgen. Danke für die Fragen. Und ich sage mal, allen gute Trades. Wir sehen uns morgen früh wieder live um 8.30 Uhr mit der Marktbesprechung mit dem Blick auf die großen Indizes. Thema Edukation gibt es dann am Samstag sehr ausführlich diesmal. Von der Seite her wünsche ich allen einen erfolgreichen Donnerstag. Bis morgen und empfehlen Sie uns weiter. Tschüss.